Herzlich willkommen, sollte man ja eigentlich auf der Webseite nicht schreiben. Trotzdem gibt es Leute, die das auf der Webseite schreiben. Aber wir dürfen natürlich sie herzlich willkommen heißen, dass sie uns zuschauen. Grüezi miteinander. Hallo. Ja, wir haben heute eine Webseite, da steht herzlich willkommen drauf, leider. wir sind gezwungen, zum ehrlich zu sein. Wir müssen leider ehrlich sein. Wenn wir nicht ehrlich wären, dann wären wir nicht ehrlich. Und würde es nicht bringen, halt, wenn wir einfach schön würden reden. Bitte entschuldigen uns, respektive lieber Peter heisst er, glaube ich. Peter Hauri, genau. Peter Hauri, dann uns entschuldigen, dass wir ehrlich sind zu dir. Und dann geben wir die ersten 2 Minuten einem Namen. Okay, Google. Timer 2 Minuten. Damit wir die richtige Zeit haben. Timer wird eingestellt, jetzt läuft Zeit. Peter Hauri, Medien. Man schaut zuerst Peter Hauri, Medien, denkt man so, Medien, okay. Dann sieht man so das Bild, so, denkt so, oh, Partyveranstalter, Eventagentur. Liest man das Menü oben. Home, wir über uns, Leistung, Portfolio, Partner, Kontakt, leider noch nichts erfahren. Ah, dort unten, der rote, der blaue Knopf, der da. Professionelle Internetauftritte und Pflege ihrer Webseite. Aha, okay. Und dann geht's los mit meinem Ober-No-Go ever. Herzlich willkommen. Ich zeige es euch nochmal schnell, ich mache schnell hier bei Google. Du machst das herzlich willkommen rauskopieren da. Ctrl C, oder? Kopieren. Dann müssen wir es hier einfügen. Ctrl V, Enter. Die herzlich willkommen Abteilung bei Google ist aktuell gerade, da sieht man es, 47.300.000 Seiten gross. Möchte er in der herzlich willkommen Abteilung gefunden werden oder lieber in der Abteilung für eine schöne Webseite? Wahrscheinlich ist es die Webseite. Dann machen wir noch schnell da den grossen Überblick. Dann Kundenbetreuung ist mein höchstes Gut, ich bin jederzeit für Sie da. Ja, schade, machen wir das Video jetzt Nacht am Eis. Ich hätte das gerne ausprobiert und hätte dem Peter Hauri mal angerufen, jederzeit. Das heisst nämlich als Nacht, 24 Stunden, 7x24, 365 Tage. Das möchte man, glaube ich, auch gar nicht als Kunde. Also, ja, lieber irgendwie eine geile Webseite, die etwas verkauft. Weil die Webseite in meiner Welt kann der wichtigste Außendienstmitarbeiter sein, die Firma hat. Die ist 7x24 für ihn unterwegs und sollte aus interessanten Neukunden machen. Solange man aber noch kein AdWords schaltet, ist das nicht so schlimm, weil dann sieht fast gar niemand die Webseite. Das ist halt meistens so und darum muss man AdWords schalten, dann sieht man die Webseite und dann kann man dann testen, ob der Content da effektiv dazu beiträgt, dass Leute dann auch anrufen. Weil wenn ich da einfach so auf einen Blick schaue, sind meine 2 Minuten um. Ah. 2 Minuten sind um, Schlusswort. Wenn ich auf den ersten Blick drauf schaue, kann ich nicht anrufen. Ich weiss nur, dass es der Peter Hauri ist, weil es im Titel der Firma, im GmbH drin steht. Und da wäre schon noch ein Verbesserungspotenzial. So, Lukas. Danke, Namen. Wie immer, der Namen in 2 Minuten extrem viel gesagt. Ich schaffe das leider nicht ganz wie der Namen. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich da auch nicht wirklich viel Gutes gefunden habe. Aber es gibt tatsächlich noch gute Sachen. Eben, da man nicht auf den ersten Blick sieht, um was es geht, hat der Norman schon gesagt, das ist halt wichtig, mir extrem wichtig, auf den ersten Blick muss man sehen, um was es geht. Aber immerhin hat der Peter Hauri einen sehr guten Fokus. Er hat sich nämlich wirklich spezialisiert auf Webauftritt. Er tut das Unternehmen unterstützen bei der Webseite. Und ich glaube, im Großen und Ganzen kann er das und macht er das auch sehr gut. Dann, was gut kann, sieht man auch hier, er hat eine Rubrik News und beim Peter Hauri sind die News tatsächlich aktuell. Wir haben heute den 14. Dezember. Die letzte News ist vom 11. Dezember, vom 9. Dezember, vom 2. Dezember. Also bei ihm ist das nicht einfach ein Floskel, die News-Rubrik, sondern er lebt das wirklich auch. Ein schöner Slider. Er hat einen Slider. Der Name ein Trick, ein Slider. Mir ist es nicht einmal aufgefallen, dann kann es ausnahmsweise nicht so schlimm sein. Aber ein Slider eben sollte man nicht haben auf der Webseite. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass die Webseite gut programmiert ist. Ich habe jetzt das nicht vorbereitet, aber ich habe es nachgeschaut. W3C, die Organisation, die das Internet organisiert, gibt es so einen Test, wo man das prüfen kann. Ist die Programmierung gut oder nicht so gut? Sie ist gut, ist sehr gut. Ich kann es eigentlich so mit bewenden und mit dem Namen noch ein Schlussfazit finden. So, hallo. Ja, Peter Hauri, also, muss man immer sagen,
dass, wenn wir da so von außen auf die Webseite schauen, ist das immer schon ein paar einfach, da zu sagen, ja, das ist nicht gut, das ist schlecht, herzlich willkommen und so weiter. Das ist, sind wir halt in dieser Position, das hat bei uns auch darum gebeten, dass wir das machen. Aber es ist natürlich wirklich für den eigenen Auftritt und für das, was man selber macht, für seine ganz ureigene Webseite, ist es am schwierigsten. Und das sieht man auch zum Teil bei meinen eigenen Seiten und so. Also ich möchte ihn dort auch in Schutz nehmen, weil wir sind dort in der Branche alle so ein bisschen gleich. Wir wissen alle, wie es eigentlich geht. Und viele Sachen machen wir halt dann mit den Kunden und selber bei uns haben wir dann keine Zeit oder machen sonst irgendwie noch etwas. Also das ist nicht dramatisch, weil es sieht schön super aus schlussendlich. Und die meisten Webseiten, eben 47,3 Millionen Webseiten, sind in der Herzlich Willkommen Bibliothek. Also, wir kritisieren da immer auf ein relativ hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es schön, dass du da noch ein persönliches Wort gefunden hast, Namen. Und ich bin mir sicher, dass der Peter Hauwe den einen oder anderen Punkt mit aufnimmt und das Herzlich Willkommen zum Beispiel ersetzt. Und dann sieht es sofort schon viel besser aus. Genau. Gut. Ja. Dann was machen wir dort, oder? Auf Wiedersehen miteinander. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Ah, übrigens ja, liken und so, Daumen da lassen, kommentieren, sagen böse Normen und so, kein Problem. Ade miteinander. Wiedersehen. Wir sind gezwungen, zum ehrlich zu sein. Wir müssen leider ehrlich sein. Wenn wir nicht ehrlich wären, dann wären wir nicht ehrlich.